Ja, hallo und willkommen zum Mila Beach Report hier am Themdorfer Strand bei den Beachvolleyball Finals. Ich stehe mit dem frisch gebackenen Platz 1. Mädels, gratuliere zum Sieg. Was war der Knackpunkt zum Sieg? Puh, der Knackpunkt zum Sieg war, glaube ich, das Halbfinale fast. Da stand es ja mal kurz ein bisschen auf der Kante, so, ob es heute was klappt, ob heute was geht mit dem Finale. Wir haben den ersten Satz sehr souverän gespielt, dann war es ein bisschen mühsam, so im zweiten Satz noch mal in Fahrt zu kommen. Aber ich hatte eigentlich die ganze Zeit wirklich ein gutes Gefühl und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wir noch mal einen drauflegen können. Und ich glaube, dass wir einfach ein bisschen aggressiver waren heute im Finale. Ja, die Claire Walkenhorst hat euch ja ganz schön geärgert mit ihren Aufschlägen, ne? Also sind ja schon heftig, die Teile. Ja, also dafür ist sie auch bekannt, das weiß man auch, dass sie mal richtig einen raushauen kann. Sie hat auch noch eine relativ hohe Fehlerquote, das kommt uns dann natürlich zugute, wenn sie nur jeden dritten Aufschlag trifft. Aber wenn dann einmal kommt, dann, wie man dann Katrin sah, ist der ganz schön kräftig und auch fast nicht anzunehmen. Aber ich denke, wir haben es trotzdem ganz gut gemacht, dass wir uns auf diese Aufschläge eingestellt haben und wenig Fehler daraus produziert haben. Habt ihr ein Konzept euch überlegt, bevor ihr an das Spiel gegangen seid, oder habt ihr einfach euer Ding durchgezogen? Nee, es ist schon so, dass unser Trainer natürlich das zweite Halbfinale sich auch angeschaut hat heute Morgen und wir uns dann natürlich schon eine Taktik zurechtlegen. So professionell ist unser Sport da mittlerweile schon, dass wir auf so einem Niveau, wie es dann hier beim deutschen Meisterschaftsfinale ist, nicht einfach so aufs Feld gehen können und dann mal sagen, ja, mal gucken, was der Gegner heute so drauf hat, sondern dass wir uns schon genau überlegen, wo die Knackpunkte beim Team gegenüber sind und wie wir sie noch ein bisschen ärgern können. Der letzte Titel war 2009, wie ich mitbekommen habe. Es muss ja ein unglaubliches Gefühl sein, jetzt aber den Titel zu holen. Ja, definitiv. Also so ein Titel ist halt einfach was, was man im Gepäck hat, wo man sagen kann, ich bin amtierender Meister. Und das haben wir dieses Jahr noch nicht geschafft. Also haben zwar Medaille geholt auch schon, aber es war nur in Anführungsstrichen eine Bronzemedaille. Und so ein deutscher Meister ist natürlich etwas, was man sich an die Brust pinnen kann und sagen kann, ich bin's. Und ich denke, es ist einfach nur eine Krönung unserer Saison, die sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist bis jetzt. Und verdient. Ja, nächster Stop ist Finnland. Trainiert ihr dafür nochmal ordentlich fleißig oder lasst ihr es nochmal ruhig ausklicken? Nee, wir trainieren schon. Also wir werden jetzt heute Morgen und noch in Timmendorf verbringen, werden dann Montagmorgen relativ zeitig irgendwann nach Berlin aufbrechen, um nochmal eine Nacht zu Hause zu sein. Aber haben dann Dienstag und Mittwoch nochmal Zeit in Finnland auch zu trainieren und es wäre, glaube ich, Quatsch, zu einem World-Turnier zu fahren, nur um hinzufahren. Da gehört schon Training dazu und ja, wir gehen das so an, wie jedes normale World-Turnier, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger sein wird, erstmal nach so einem deutschen Meistertitel. Aber sonst bräuchten wir, glaube ich, erst gar nicht so richtig hinfahren. Heute Abend wird aber gefeiert, oder? Ja, natürlich. Erst im Team und später auf der Party. Und morgen ins Tennisfinale anschauen, oder werdet ihr schon früh abreisen? Nee, wie gesagt, also wir bleiben dieses Jahr mal ausnahmsweise bis montags hier, werden uns den Finalsonntag der Herren noch anschauen, werden morgen Abend noch ein bisschen mit der Olympiamannschaft zusammen feiern, werden noch mit Golda Ludwig zusammen feiern, die verabschieden ja morgen auch noch ihren Trainer. Da wollen wir auf jeden Fall dabei sein, weil wir einfach viele schöne Momente alle zusammen erlebt haben und deswegen dieses Jahr bis Montag. Ja, Mädels, damit danke ich mich für das Interview, gratuliere nochmal zum Sieg und wünsche euch viel Glück für Finnland. Super, ich gebe direkt.